Das Elbtal bei Bad Schandau. Ein Güterzug auf dem Weg nach Tschechien. Ziel Děčín, rund 15 Kilometer hinter der Grenze. Anhalten muss er nicht, obwohl Tschechien ein anderes Stromsystem hat. Gleichstrom gegenüber Wechselstrom in Deutschland und das auch noch mit unterschiedlichen Spannungen. Am Güterbahnhof in Děčín-Vychod treffen wir Jan Schneider. Die Lok aus der Baureihe 189 hat hier für die Rückfahrt nach Deutschland eine neue Ladung bekommen. Er wird den Zug nach Dresden bringen und uns erklären, wie es die Elektrolok schafft, ohne Stopp über die Grenze zu kommen und warum er in Tschechien fahren darf. Ich gehöre zu einer Gruppe von 10 deutschen Lokführern, die im Jahr 2002 einen Sprachlehrgang in der tschechischen Sprache hatten und auch dazu den entsprechenden Eisenbahntechnik-Lehrgang der tschechischen Bahn, sodass wir nach erfolgreicher Prüfung einen tschechischen Lokführerschein sogar erhalten haben. Der Zug rollt auf die Grenze zu. Jan Schneider bereitet sich darauf vor. Schalte die Zugkraft ab. Schalte den Lokomotivhauptschalter aus und senke den Stromabnehmer. Wenn der blaue Balken hier verschwunden ist, ist der Stromabnehmer unten. Jetzt kann ich hier die Netzauswahl treffen. Und vorhin hatte ich, wie gesagt, 4 Möglichkeiten. Jetzt habe ich bloß noch 3 Möglichkeiten. Und da wähle ich mir aus die Deutsche Bahn. Wechselstrom 15.000 Volt. Der Stromabnehmer ist unten. Mit dem vorher gewonnenen Schwung rollt der Zug ohne Antrieb über die Grenze. Hier dürfen wir wieder heben und haben nur den 15.000 Volt Wechselstrom. Hier gibt es eine Aufrüstautomatik. Ich muss nicht den Stromabnehmer heben und dann den Hauptschalter einschalten. Ich kann sofort das Hauptschalter einschalten, auswählen. Und jetzt arbeitet die Elektronik und wird einige Sekunden brauchen. Bügel ist wieder oben. Willkommen im deutschen Stromsystem. Die 189 ist eine Lokomotive, die speziell für den Grenzverkehr in Europa konzipiert worden ist. Denn dort, auf den Strecken quer durch Europa, sehen Verkehrsexperten die Zukunft des Güterverkehrs. Hundert Stück der Hightech-Loks hat die deutsche Bahntochter Railion in den letzten 3 Jahren angeschafft. Sie werden im Werk Nürnberg gewartet. Alle 100.000 Kilometer kommen sie zur Nachschau. Ein Blick auf das Dach der Lok zeigt das Besondere an ihr. Hier befinden sich 2 Stromabnehmer. Und vorne an der Lok sind es noch einmal 2. Das heißt, mit ihren 4 Stromabnehmern könnte sie in ganz Europa fahren. Soweit die Theorie. Und die Praxis? Es gibt unsere Lokomotiven, die ein Stück weit nach Tschechien fahren können. Und es gibt ebenfalls ein kleines Stück in Richtung Holland, nach Venlo, zu dem Bahnhof Venlo, die wir ebenfalls fahren können. Allerdings, alle deutschen Lokomotiven haben noch keine Zugsicherung für ausländische Netze. Zugsicherung heißt, dass ein Zug automatisch gestoppt wird, wenn er zu schnell ist oder ein rotes Signal überfährt. Doch hier haben fast alle Länder ein anderes System. Railion steht vor langwierigen und oft auch bürokratischen Zulassungsprozeduren. Vor 40 Jahren, im Oktober 1966, glaubte sich die Deutsche Bundesbahn schon am Ziel. Mit dem zunehmenden Ausbau der elektrisch betriebenen Strecken in Europa ergeben sich an vielen Landesgrenzen Berührungspunkte der 4 Stromsysteme des Kontinents. Doch die von den Firmen Krupp und AEG entwickelte Europa-Lokomotive, deren Schlüsselübergabe man hier festlich begeht, wird alle technischen Schwierigkeiten des grenzüberschreitenden Verkehrs meistern. Die Neuschöpfung der Baureihe E410 entwickelt eine Leistung von 4300 PS und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h. Ihr hochtechnisches Innenleben macht es möglich, unter allen Stromsystemen des Kontinents zu fahren. Die Euphorie war verfrüht. Die vollmundigen Versprechen wurden nie eingehalten. Es gab sehr viel früher eine Viersystemlokomotive, die hatte auch einen Gleichstromteil, der leider, damals war die Technik noch nicht so weit, nie funktioniert hat. Der musste wieder ausgebaut werden. Die jetzige 189 ist die erste richtig funktionierende und fahrplanmäßig eingesetzte Viersystemlok, die wir haben.
Doch fahrplanmäßig eingesetzt werden sie fast ausschließlich im Inland. Ein Ozeanriese im Planschbecken. Der kurze Weg über die tschechische Grenze ist die Ausnahme. Schon im nächsten Jahr soll sie allerdings weiterfahren, mit tschechischer Zugsicherung bis Prag. Railion hofft, in den nächsten 2 bis 3 Jahren mit der 189 in weitere europäische Länder fahren zu können. Das heißt auch, aufholen, was Private schon erreicht haben. Zulassungsfahrt am Lötschberg in der Schweiz. Siemens vermietet die 189 als sogenannte Dispo-Lok. Bei diesen Zulassungsfahrten werden alle Bedingungen getestet, die für den Zugverkehr in der Schweiz nötig sind. Dispo-Loks von Siemens fahren nicht nur in der Schweiz, sie fahren inzwischen in 6 europäischen Ländern. Der schnelle Güterverkehr in Europa. Die Konkurrenz ist eröffnet.